Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, schauen wir mal, wie wir rauskommen. Genau, das hatten wir alles soweit schon gelesen. Jetzt müssen wir nach oben und Hilfe holen. Na, wer bist du denn? Hallöchen. Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung. Auch du hast es wohl nicht geschafft. Oder ich nur mal zurückgucken, ob da noch was ist. Nicht wieder durchklettern. Das war so nicht geplant. So, da können wir uns hochhangeln, beziehungsweise drüber hangeln. Ordnung. Lara, warst du das? Ja, ich war's, keine Sorge. Dass du das hörst bis hierher. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist. Doch das spielt keine Rolle. Ich werde auf seine Rückkehr warten. Mein Herz ist rein und mein Kopf ist klar. Ich bin bereit für die Prüfung und werde ihm beweisen, dass ich der Auserwählte bin. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit! Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Sei doch froh. Das ist wenigstens Gesellschaft. Na, schau mal an. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir da den brüchigen Boden. Aber er gibt ja auch nur eine kleine optische Warnung vorher. Und akustisch. Okay, wir müssen da drüber laufen. Ist, glaube ich, auch das erste Mal in dem Spiel. Oder? Wie gesagt, im Vorgang gab es es häufiger mal, dass da so Fallen von der Decke kamen, wo man dann halt draufschießen musste. Ich weiß jetzt, dass ich nicht der Auserwählte bin. Und ich fürchte, ich habe Bruder de la Cruz und die Schwestern aus der Mission in Gefahr gebracht. Sie wissen nicht, dass in der hohlen Erde nahe der Mission Dämonen leben. Grausame, fauchende Kreaturen mit verkrümmten Klauen und fahlgelben Augen. Ich kam hierher, um sie im Namen von Angel de la Cruz von der Erde zu tilgen, um seine Gunst zu erlangen und mir meinen Platz an seiner Seite zu verdienen. Aber ich bin gescheitert. Ich konnte das Böse nicht bezwingen. Nun ist es frei. Und mit mir stirbt auch die einzige Möglichkeit, andere davor zu warnen. Das klingt nicht gut, aber vielleicht ist es einfach nur Aberglaube. Dankt. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. War schon gut hingekriegt, glaube ich. So, hier geht's weiter. Na, falsche Waffe. Ja, das dürfte jetzt ja machbar sein. Genau, gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, das sehe ich jetzt schon am Anfang, wo ich mich runtergelassen hatte.
Jawohl, ja. Jo, das sieht doch gut aus. Da hoch bitte. Dann halt so. Ja gut, das müsste aber machbar sein. Ja. Ein beherzter Sprung. So, komm her. Ich möchte gerne deine XP haben. Da haben wir alles soweit. Jupp, das sieht auf jeden Fall gut aus. Achso, genau, da wird es noch weitergehen. Gibt es hier noch was? Neues Basislager. Ah ja, sehr gut. Direkt mal gucken, ob wir die neuen Klamotten herstellen können. Und neue Fähigkeiten. Boop. Lockfallen aus feindlichen Leichen. So Ressourcentaschen. Nehmen wir das mal. Ehrlich gesagt, ich glaube wirklich so die, die wichtigen Sachen habe ich tatsächlich jetzt schon mehr oder weniger. So. Oh, das sieht mehr gut einigermaßen aus. Zumindest ein Upgrade haben wir machen können. Ich hoffe mal, das brauchen wir jetzt aber auch nicht noch für... Outfits. Ah ne, können wir machen. Sehr gut. Es bringt was? Bonus-EP fürs Erlegen von Tieren. Ja, dann die sagt lieber, lieber die Schleichsachen. Gibt noch irgendwas? Nö. Da haben wir noch eine Flagge. Vorletzte müsste das sein, ja. Genau, und da sind wir angekommen. Na gut, dann sagen wir doch mal Bescheid. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück.
Okay, dann ab zu Manu. Ah ja, da ist er. Dschungel verbirgt viele Orte. Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ha, ich wusste es, ich wusste es! Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der hunderte oder tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest. Die Historie berühren. Das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr. Und halt deine Tanzschuhe bereit. Na gut, dann geht's ja doch noch ein bisschen, weil ich dachte, die Mission wäre jetzt abgeschlossen. Tja. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre... Ich glaube, wir haben ja tatsächlich schon mit allen soweit geredet. Ich glaube, mitgenommen haben wir ja auch so das meiste. Da geht's runter zum Grab. Mal schauen, vielleicht finden wir auch noch die letzte Fahne. Hoppidi hopp hopp. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Oder? Ich hätte mal verkaufen sollen gerade. Na hier. Noch jemand? Ja. So. Jetzt ist mal Ruhe hier. Das wird dann wohl der Eingang. Nee, ist nicht mal der Eingang, aber wir haben wieder was zum Anschauen. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Noch ein Lager? Hier geht's auch noch weiter, aber ich glaube, das ist die falsche Richtung. Warte mal. Da oben war doch was. Ah, das ist echt die letzte Fahne. Sei ruhig, sonst kommst du auch noch dran. Dahinter.
Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Ja. Doch viel fröhlicher so. Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. So. Jetzt ist auch mal richtig rum. Ja, ich glaube, da sollte tatsächlich nicht reinfallen. Nun gut. Machen wir uns mal einen Überblick. Mal gucken, was es hier oben gibt. Na komm, da kannst du doch einfach rüberklettern, ne? Jemand was zu sagen? Hi. Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Mhm. Okay, da wäre noch was zum Vögeln in Ordnung. Ja, okay, das gut, das müssen wir jetzt wahrscheinlich zum Grab und das Grab noch schaffen, aber dann haben wir das, glaube ich, auch mal durch. Dafür habe ich nicht genug Platz. Gut, da hätten wir auch einfach hier hinlaufen können. So, das scheint hier rüber zu gehen. Hm. Da könnte man aber auch so hoch. Jetzt müssen wir tatsächlich da hinten rüber. Wir könnten es lieber abschneiden, darüber schicken. Das könnte sein. Wie gesagt, eigentlich müsste ich hier ja... Ja. Das reicht. So, angeschossen haben wir ihn schon mal. Ich glaube, du hast jetzt verzogen, ne? Auf ein Weinried. Achso, da können wir uns mal. Ja, da haben wir hier wahrscheinlich Gegner nachher. So wie das aussieht. Vielleicht hilft uns dann ja auch der Jaguar. Da genau, da wäre wieder Schlammermamam. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Zack, der nächste. Wir haben ordentlich gewütet hier.
den Rest erledigen wir, schade. So, Herausforderungsgrab. Haben wir noch ein bisschen was an Rohstoffen? Ah, okay. Ich kann nicht mehr tragen. Dann mache ich mir einfach gerade noch ein paar Pfeile und dann kann ich wieder. Ja, hallo, mein liebes Grab. Hab ich wieder genug zum Upgraden? Nee, ne? Leider nicht. Direkt hinter mir habe ich noch was. Okay. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb, und der einzige, dessen Leben nicht durch einen Märtyrertod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von 5 Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Gut, gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Komm und sieh dir meine Ware an. Ah ja, praktisch. Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Wenn ich die aber haben will. Na gut, wir können halt Zeug loswerden bei dir. Viel Spaß damit. Danke. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. So, ne? Noch ein bisschen was loswerden. Das war auch voll. Danke. Ein gutes Geschäft. So, da kann noch ein bisschen was weg. Den Rest geht's ja noch. Viel Glück, Lara. Komm und zieh Danke, danke. Hab ich doch gerade gemacht. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube, Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. So kann man sich natürlich auch täuschen. So, direkt mal wieder hier Zeug mitnehmen. Noch mehr Sachen in der Umgebung hier. Gut, das ist halt auch noch eine Menge zu suchen hier. Wie viele Gräber gibt es denn insgesamt? 2.
würde sagen, wir machen und holen uns das Grab jetzt mal noch. Danach machen wir mit der Hauptquest weiter. Oder? Na, vielleicht entscheide ich mich auch nachher noch um. Vorerst zumindest. Wäre das mal so die Idee. Komm, hier können wir es sehr einfach machen. Ist halt nur nachher der Rückweg. Wo wir dann hier lang klettern müssen. Ich war gerade ordentlich mit Dings zugeschmissen. Kann ich echt den Bogen nicht auf? Wo hat's denn da, woran fehlt's denn da gerade? Na gut. Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichin-Baum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chaka-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinich, der Freundliche, wurde als heilender Chaka-Baum wiedergeboren, während Tisik, der Hasserfüllte, als giftiger Chichen-Baum zurückkehrte. Okay. Auch nicht so nett. Fast mit einer Falle gerechnet, aber da war ich ja schon. Von daher. Können wir das hier gerade knicken? Okay, dahin. Ah ja, okay. Ah, hier schon wieder. Aber diesmal habe ich ein paar Waffen dabei. Ich glaube, da ist gerade was gelaufen. Ich hätte noch mehr Zeug töten können. Verdammt. Du versprühst Gift. Habe ich noch? Ja, scheinbar habe ich noch genug. Gut, das müssen wir abstellen. Feuerpfeile. Okay. Auch halt nur eine begrenzte Zeit, ne? Schwefel. Dankeschön. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit sprengen. Okay. In Ordnung. Wo war denn hier was? Die andere Seite. Ah, da unten. Gerade so.
Aber gut, dann kommen Gegner. Nö, können wir hier mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr werdet Spaß seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.